Jo, moin. Folgendes ist passiert. Ich muss mal eben einen kurzen Zwischenvlog einschieben. Und zwar geht es eigentlich um den Vlog für das Regal, auf dem ihr draufsteht. Ich brauche jetzt, um die Bretter fertig zu bearbeiten, einen Frästisch, weil sie mir persönlich zu klein sind, um es mit der Handfräse zu machen. Deshalb, ja, brauchen wir einen Frästisch. Dieser Frästisch, also mein alter Frästisch, der steht dort drüben im Bunker, hätte ich beinahe gesagt, im Schuppen. Und ja, ich müsste, um dran zu kommen, den halben Schuppen ausräumen. Und um ehrlich zu sein, geht es schneller, wenn wir uns auf die Schnelle einen provisorischen Frästisch machen. Ist ja im Prinzip keine große Sache, aber manchmal muss man halt improvisieren. Und ja, das zeige ich euch eben hier auch, dass man mal auch improvisieren muss. Jo, los geht's, würde ich sagen. Ich mache das jetzt nicht genau in der Mitte, ich mache das einfach so ungefähr nach Gefühl mittig, ja? Also wollen wir hier nicht zum großen Aufwand hier reißen. Zeichne ich mir die Löcher von der Grundplatte an. Die werden dann durchgebohrt. So Mädels, jetzt habe ich erstmal den Korb ans Brett geschraubt und jetzt werden wir in der Mitte das Loch machen. Und dann ist im Prinzip das Teil schon fertig und dann zeige ich euch, wie ich mir vorgestellt habe, das Ding zu benutzen. So. Das eignet sich besonders gut, weil ich hiermit wirklich per Drehung Millimeter genau einstellen kann, wie hoch das Ding oder wie tief das Ding reinfahren soll. Ja, also insofern
Mal gucken, wie rum das jetzt reinkommt hier. So. So. So, als allererstes spanne ich mir den größten Fräser ein, den ich habe, damit das Loch größtmöglich ist. Ich brauche ja nicht viele Variationen, denn wie gesagt, es ist ein Provisorium, wenn es mal schnell gehen soll. Und mein Frästisch draußen, der in den Sägetisch kommt, ja, den kann ich noch nicht machen, einfach weil das Untergestell noch nicht ganz fertig ist. So. So, jetzt habe ich das Ding eingespannt und jetzt werde ich es mittels dieses Rings ganz leicht oder ganz vorsichtig ins Material eintauchen lassen, sodass wir auf der anderen Seite wieder rauskommen. Ja, ich denke, wir wagen es mal, wa? So, das ist er erstmal und jetzt zeige ich euch natürlich auch, wie ich ihn verwenden werde. Ich habe die Platte jetzt hier an einer anderen Platte befestigt, dafür habe ich hinten den Überstand gelassen. Jetzt habe ich diese schmale Streifen hier vorne, um zu fräsen. Natürlich kann man so ein provisorisches Ding auch größer machen, da sehe ich nur gerade keinen Sinn drin, denn ich brauche ja eh nicht viel Platz für kleine Teile und das Ding ist ein Provisorium. So. Kann ich das Teil natürlich genauso von unten her. Jo Mädels, so sieht das jetzt aus, ne? Einigermaßen rund. Ich hätte den Fräser etwas niedriger einstellen können, aber so haben wir die Kanten abgerundet mit einem improvisierten Frästisch und ich glaube, das ging ganz schnell. Nicht mal ganze 10 Minuten Arbeit und ja, hätte ich das Ding da ausräumen müssen, wäre ich locker eine Stunde mit ein- und ausräumen am Machen gewesen. Also Leute, improvisieren ist gefragt. So, ja Leute, so einfach geht es manchmal mit dem Improvisieren. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Stellen, Momente, Fälle, wo man improvisieren muss. Und ja, das war nur eine Möglichkeit. Ich denke, auch das ist mal interessant zu sehen. Und ja, für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Werkstattvlog. Haut rein. Tschö, euer Sascha.